Du darfst also auch als Nicht-Rookie diesen Raum betreten. Du wirst lachen, der Begriff Rookies tut das aber. Das ist zum Beispiel so ein Ding, das müssten wir in einer Rookie-Session mal diskutieren. Weil, ich habe ganz lange an dieser Präsentation gesessen, also nicht lange, aber gedacht habe ich gedacht, das ist eigentlich blöd. Nicht, dass das schlecht ist, was Andrea gemacht hat, aber ich habe gedacht, das ist nicht meins. Also ich habe das aus einer anderen Warte, weil das ist ja halt auch nicht meine Idee gewesen, sondern einfach. Und da, du hast vollkommen recht, ich habe gemerkt, wie die bei dem Begriff so irgendwie, als ob ich Pest hätte. Also nee, das ist nicht das, aber... In dem Zusammenhang ja diesen Begriff Rookies zum ersten Mal überhaupt gehört. Ich kannte Newbies und sowas, dann kannte ich ja. Rookies kannst du halt normalerweise im US-Sport und im US-Militär. Oder auch bei der US-Polizei. Und genau das, und das ist aber eben die Begrifflichkeit, die du zum Beispiel als Gamer vielleicht auch kennst oder sowas und die dann schon irgendwo, die aber dann irgendwo belegt ist mit einem, ja, wie soll man das schreiben? Ja, negativ. Nicht direkt negativ, aber es ist nicht unbedingt das, was man selber sein möchte. Ne? Und dann machst du mal ein amerikanisches Blut, das ist auf Verdauungsgedärme der Code reingeprüft. Ist aber auch das Gleiche, was wir jetzt eigentlich hier auch mit als Thema haben. Auch das, was ich jetzt oben da gesagt habe, auf der einen Seite ist das richtig, es wäre cool, wenn nicht ich mich auf die Bühne stellen müsste und sagen müsste, hey Leute, wenn ihr irgendwas wissen wollt, kommt doch mal nach oben und sagt, ich möchte das gerne wissen, wer kann man das erklären? Das Problem ist halt, genau wie bei dem Rookie-Thema auch, du musst dich dann erstmal outen als jemand, der in Anführungsstrichen keine Ahnung hat. Nicht keine Ahnung im Allgemeinen, aber eben von diesem konkreten Thema Typo 3 oder Community oder was auch immer. Du musst dich da hinstellen und sagen, ich habe keine Ahnung, wie ihr seid und was ihr macht, bitte klärt mich doch auf. Und das macht man nicht unbedingt gerne. Ne? Weil man ja vielleicht eher dann auch mit zum Kreis derer gehören will, die eben dann vielleicht schon ein bisschen mehr wissen und sich dann da hinzustellen und zu sagen, nee, ich habe keine Ahnung, ist immer schwierig. Deswegen fände ich es eigentlich auch gut, wenn wir bei den Camps, jetzt nicht nur hier, sondern überhaupt bei allen Camps so eine Session machen würden, sinnvollerweise sogar noch einen Tag vorher. Nicht unbedingt jetzt dieses, was ist ein Barcamp, ist auch gut, ne, damit man überhaupt das erstmal begriffen hat, aber danach sollte die allererste Session sein, wie funktioniert Typo 3 an sich als Community, wie sind die einzelnen Begrifflichkeiten, wo finde ich mich wieder und was kann ich da tun, um dann darauf aufbauend andere Sessions zu machen. Also wir haben das gleiche Problem tatsächlich in der Firma auch, obwohl das ja jetzt nicht so richtig hierarchisch, also wir sind tatsächlich sehr flach organisiert und waren tatsächlich so ein bisschen überrascht bei der internen Fortbildung, wie wenig nachgefragt wird. Und hatten tatsächlich festgestellt, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen den Leuten, die eigentlich was erzählen könnten, aber nicht wissen, was die anderen Leute eigentlich hören wollen oder was interessiert. Und als wir das dann mal tatsächlich angesprochen haben und thematisiert haben, kamen ganz, ganz viele Themenwünsche. Und wir haben jetzt tatsächlich angefangen, das anonym zu machen. Also es gibt halt bei uns ein Whiteboard, wo man sagen kann, ich will was wissen und macht einen Strich dahinter. Und seit wir das eingeführt haben, wird das tatsächlich genutzt. Also es ist jetzt nicht so, dass es wird das Whiteboard ständig beobachtet, noch versucht man zu schauen, wer es denn ist. Also darum geht es ja gar nicht. Aber eher tatsächlich so mit dieser, ich muss mich nicht outen und sagen, ich bin derjenige, der nichts zu Git weiß, aber eigentlich gerne mal wissen will oder sowas in dieser Art. Seit wir das gemacht haben, funktioniert das. Vielleicht ist das ja auch eine Idee, vor dem Camp, vor diesen Camps irgendwie eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, das würde mich interessieren, ohne sich jetzt outen zu müssen, wer man ist. Ja, das geht ja schon über das Einreichen von Sessions. Du musst da keinen Namen reinschreiben. Ja, über die Einreichung, aber nicht über die Einreichung von Session wünschen. Das schreckt ja du kannst ja da genauso gut reinschreiben, ich würde mir wünschen, dass diese Session stattfindet, ich kann sie aber selber nicht geben. Kannst du machen. Ja, also das geht, also müsste man aber mehr... Wenn du dich anschaust, dann macht das ja, keiner. Muss man mehr promoten. Dass das auch möglich ist. Du gibst auch so Zettelchen aus am Anfang, wo man was draufschreiben kann. Und hast so eine Box, wo man einfach reinschmeißt. Führt aber jetzt ein bisschen zu weit weg von dem eigentlichen Thema. Was ich jetzt hier eben so ein bisschen erklären wollte, ist, wie das ganze Ding Typo 3 als Community funktioniert. Also die Monika ist jetzt schon sehr lange mit dabei. Die kenne ich schon von ganz früher. Da war die Community noch sehr klein, überschaubar. Da gab es halt nicht allzu viel. So eine User Group Nordrhein-Westfalen haben wir damals gemeinsam gegründet. Irgendwie so, wann war das? 2003, 2004 muss das gewesen sein oder so. Ne? Da gab es halt noch nicht viel. Da hat man sich ab ein paar Mailinglisten oder was ausgetauscht. Und sowas wie Association oder Teams und so weiter, das existierte alles eigentlich gar nicht, außer dem Core-Team. Es gab ein Core-Team, das halt Typo 3 entwickelt hat und dann halt so kleinere Splittergruppen von Leuten, die irgendwo in der Welt verteilt waren und eben Typo 3 gemacht haben, sich deswegen getroffen haben und damit gemeinsam irgendwas auf die Beine gestellt haben. Das ist aber eigentlich auch schon der erste Tipp. Also wenn ihr irgendwelche Sachen machen wollt, schaut halt in eurem Umfeld, irgendwo, wo ihr herkommt. In Deutschland ist es relativ einfach, in anderen Ländern ist es schwieriger, weil da nicht so viele Leute teilweise unterwegs sind, die Typo 3 machen. Aber hier gibt es extrem viele User Groups in allen möglichen Bereichen.
Die sind auch über die Kommunikationskanäle von Typo 3, Org und so weiter eben teilweise vernetzt. Das zeige ich dann auch gleich, wie das funktioniert. Das wäre so die unterste Ebene, wo man überhaupt mit der Typo 3 Community in Kontakt treten kann und das auch noch relativ einfach tun kann mit, ich sag mal, den wenigsten Vorbehalten, die man da haben müsste, weil die Gruppen relativ klein und überschaubar, sehr privat sind, sehr nette Leute sind, die sich freuen, wenn jemand dazukommt und mit denen was macht. Und das ist halt vielleicht einfacher, als allererstes mal auf eine Typo-3-Konferenz zu gehen, zu sagen, ich reiche da jetzt mal einen Talk ein und ich spreche da mal über irgendein geiles Thema, damit halt die Businesswelt weiß, dass ich jetzt auch Typo 3 mache. Das ist dann schon anspruchsvoller. Also die erste Ebene wäre wirklich so User Groups. Sich da mal umschauen, herauszufinden, wo es sowas gibt. Teilweise sind die vereinsmäßig organisiert, da kann man dann auch wirklich Mitglied werden, kann auch Fördermitglied werden und dann auch Beiträge zahlen oder Spenden oder solche Sachen machen. Andere treffen sich eigentlich eher so locker stammtischmäßig an irgendwelchen nicht ganz festgelegten, solche Sachen halt. Ne? Hier im Haus gibt es sowas auch, aber es ist nicht unbedingt immer so eine Sache, die dann perfekt organisiert irgendwo stattfindet, sondern das ist teilweise wirklich einfach nur so im privaten kleinen Kreis. Da gilt es halt aber dann wirklich selber aktiv zu werden, auf die Leute zuzugehen, zu sagen, ja, ich möchte bei euch mitmachen. Die kommen nicht und holen einen ab. Das gilt aber eigentlich auch für alle anderen Sachen, die ich jetzt gleich so ein bisschen vorstellen möchte. Das ist halt im Open-Source-Bereich ist es anders als im richtigen Business-Leben, wo Leute dann aktiv auf einen zugehen und richtig fett Werbung machen, sagen, werde bei uns Mitglied, mach dieses oder jenes. Das liegt daran, dass auf der einen Seite halt die Leute das relativ häufig auch nur in ihrer Freizeit machen, deswegen nicht so viel Zeit investieren können und dass man auch teilweise die Budgets dafür gar nicht hat, solche Dinge zu tun. Das heißt, Open-Source-Communities leben eigentlich davon, dass Leute selbstständig aktiv werden. Das ist ganz wichtig. Das ist genauso wichtig eigentlich auch hier so auf einem Camp. Ihr könnt Informationen bekommen. Ihr könnt Sessions haben zu allen möglichen Themen, weil es sind fast immer für alle möglichen Themen auch Leute da, die so eine Session machen können. Die kommen aber teilweise gar nicht auf die Idee, die zu halten. Bei mir ist zum Beispiel so, ich komme ursprünglich gar nicht aus dem Entwickler-Background. Ich habe ursprünglich mal Grafikdesign gelernt, nicht studiert, aber eben so handwerklich als Beruf gelernt. Komme aus dem Printbereich, kann da alle möglichen Sachen erzählen. Wenn danach jemand fragt, mache ich das auch. Nur ich komme jetzt nicht unbedingt hier hin und stelle mich da auf die Bühne und sage, ja, ich erkläre jetzt mal irgendwie, was weiß ich, warum CMYK und RGB zwei verschiedene Farbräume sind und wie man Sachen so konvertieren kann, dass sie im Netz und im Druck vernünftig aussehen, mal als Beispiel. So. Aber wenn mich einer danach fragt, wenn es Interesse danach gibt, bin ich gerne bereit, eine Session zu machen. Also ihr müsst da immer aktiv werden, selber aktiv werden. Auf die Leute zugehen, danach fragen, was die machen, was ihr selber tun könnt und da euch auch entsprechend vorstellen, damit die so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, was man machen kann. So. Jetzt fangen wir mal so ein bisschen mit den Kanälen an, die man kennen muss, damit das Ganze so ein bisschen funktioniert. Das da ist Typo3.org, werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Wer kennt es nicht? Noch nie da gewesen? Doch schon. Gut. Aber ich kenn's nicht. So richtig kenne ich. Das ist eigentlich die Hauptkommunikationsplattform der Typo3-Community als solcher, als Großes und Ganzes. Insgesamt natürlich auch fokussiert auf Dinge, die das Core-Team tut, die größere andere Teams tun, die Typo 3 Association tut. Was die Association ist, erkläre ich gleich auch nochmal so in dem Zusammenhang. Aber das ist erstmal so die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, überhaupt nur Informationen zu bekommen. Ne? Typo 3 Org findet dann zum Beispiel so Geschichten, wenn man ein bisschen weiter runter geht. Gibt es hier halt verschiedene News-Einträge, es gibt Events, die man da finden kann. Das ist zum Beispiel auch ganz interessant, wenn man einfach mal herausfinden möchte, was findet denn vielleicht in meinem Umfeld statt. Da haben wir dann am 1.12. die Typo 3 User Group München. Wer aus München kommt, jetzt hier sitzt, das noch nicht weiß, da ist der Termin. Das heißt, das sind so Kanäle, wo man von den Leuten, die sich schon organisiert haben und die in irgendeiner Form über die offiziellen Kanäle der Typo 3 Community vernetzt sind, die Informationen findet, damit man überhaupt weiß, was in der Typo 3 Community abgeht. Das sind kleinere Events, so wie jetzt diese User Group treffen, das sind aber auch größere, da sind die Developer Days dabei, da sind Typo 3 Konferenzen und andere Sachen dabei. Und was das genau ist, kann ich gleich auch nochmal erklären. Aber das ist erstmal die erste Anlaufstelle. Die zweite, inzwischen sehr wichtig gewordene, ist die hier. Kann man das oben lesen? Mhm. Slack.com ist die Domain und darunter, davor gibt es einen Typo3.slack.com. Das ist im Endeffekt ein Chat in schön mit noch ein paar zusätzlichen Features. Das Ganze eben über Webclient, über Apps und sonst irgendwelche Sachen abrufbar. Dort gibt es für alle möglichen Bereiche Kanäle, bei denen man sich dann entsprechend eintragen kann und dafür dann eben dort die Kommunikation mitbekommt, die dort stattfindet. Das ist, ich sag mal, so ein Ding, was so
über kurz oder lang wahrscheinlich das, was gerade auf Mailinglisten und Newsgroups noch abgeht, ablösen wird. Als Hauptkommunikationsplattform. Früher war es eher so, dass wir Newsgroups hatten, die dann eben auch mit Mailinglisten vernetzt wurden, kombiniert wurden, sodass ich die gegenseitig synchronisieren, dass man halt mit E-Mails und News arbeiten konnte. Dann gab es ein Forum, das darauf nochmal oben drüber geschraubt wurde, das auch nochmal in alle möglichen Richtungen synchronisiert. Das Problem dabei ist, dass das halt nicht wirklich in Form eines Chats stattfindet, sondern wirklich in Mails, die hin und her geschickt werden, die Kommunikation da ein bisschen zäh ist. Und hier ist es eigentlich so, dass man in den Kanälen eigentlich rund um die Uhr immer irgendjemanden findet, der gerade online ist und irgendwas sagen kann. Gerade so in den wichtigen Kanälen, das wäre zum Beispiel jetzt hier, mal nachgucken, Typo 3 CMS. Das ist jetzt zum Beispiel eher so der Kanal, wo man sich hinbewegen sollte, wenn man Fragen dazu hat, wie Typo 3 an sich funktioniert oder wenn da irgendwelche Probleme bei auftauchen, wenn man einfach nur wissen will, ich habe da dieses und jenes konfiguriert, Typoscript-Snippet irgendwo gefunden, funktioniert nicht, kann mir mal einer helfen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn ich da einpatchen darf. Also es wird auf der Typo 3 CMS, wird das tatsächlich relativ häufig gemacht. Aber man muss halt tatsächlich im Hinterkopf behalten, das ist ein Chatprogramm, das ist keine Doku. Das heißt sozusagen, da werden teilweise Fragen gestellt, die eigentlich in der Doku, glaube ich, besser aufgehoben werden oder in der Knowledge Space oder sowas, die dann halt auch 27.000 Mal durch die Geschichte durchlaufen. Die Knowledge Space gibt es ja. Und diejenigen, die sich damit ein bisschen auskennen, das können wir dann auch gleich auch noch mal ein bisschen machen, wie wir da eben arbeiten können, die gehen eben dann hin und verlinken dann auch auf die entsprechenden, was weiß ich, Artikel oder Extensions oder Dokumentationen, die es dazu gibt und sagen, okay, wenn du jetzt das und das wissen willst, geh in die SREF, geh auf die Stelle, da steht das Beispiel, das findest du da. Man kann da auch Code-Snippets mit reinschmeißen. Die werden auch dokumentiert. Du hast auch eine History drin. Also es ist nicht so, dass das Ding einfach verloren geht. Man muss aber schon ein bisschen stärker suchen. Natürlich wird es auch andere Kanäle geben müssen, wo man gerade solche Sachen macht. Aber Fragen werden da erstmal beantwortet. Ja. Man sollte es halt nur wichtigerweise unterscheiden von dem Kanal, der jetzt zwei Etagen drunter ist, nämlich Typo 3 CMS Core Dev. Wer da die gleichen Fragen stellt wie auf Typo 3 CMS, muss sich darauf gefasst machen, dass er gegebenenfalls ein paar pumpige Antworten bekommt, weil da sind nämlich wirklich die Core-Entwickler unterwegs und würden gerne über ihre Themen diskutieren. Das heißt, wenn da einer kommt und sagt, ich habe dieses Typoscript-Snippet nicht verstanden, dann wird er beim ersten Mal vielleicht noch gesagt bekommen, geh bitte mal auf Typo 3 CMS. Wenn ihr da dauernd landet, kriegt er irgendwann die Ansage, du sag mal, geh uns nicht mehr auf den Nerv. Also da muss man auch dann immer damit rechnen, dass es nicht immer so freundlich abgeht, wie man sich das vorstellt. Das ist aber in der Regel nicht böse gemeint. Auch das ist, man sollte immer davon ausgehen, auch bei diesen ganzen Kommunikationskanälen, in der Regel versuchen die Leute, das Ganze freundlich zu behandeln. Und selbst wenn da mal so ein Tonfall erscheint, kriege ich hier keinen Strom oder doch eigentlich schon? Jetzt auch nicht, mein Netzteil gibt hier seinen Geist auf, das finde ich jetzt uncool. Ein schönes Beispiel, dauerhaft auch in Slack sich unbeliebt zu machen, ist den großen Gruppen wie Typo 3 CMS ständig Add zu Menschen. Ja. Da kann man mehrere tausend Leute gleichzeitig verärgern. Das ist ganz großartig. Also lass das. Gut. Ist aber im Endeffekt jetzt auch, selbst wenn mir jetzt der Strom weggehen sollte, das ist eigentlich das Letzte, was ich online zeigen muss, den Rest kann ich erzählen. Nee, es ist nicht die Steckdose. Das Problem ist, mein Netzteil gibt offensichtlich hier über den eigentlichen Stecker, der ins Notebook gibt, keinen Strom mehr raus. Also das Netzteil selber funktioniert, aber ich kriege hier keine Verbindung. Gerade noch mal ein bisschen biegen hier. Nee, keine Lust. Egal. Ich mache es jetzt einfach aus. Wie gesagt, Typo 3 Slack, Kommunikationsplattform. Wenn ihr dort eigene Sachen machen wollt, ist das auch kein Problem. Ihr müsst euch halt einmal registrieren. Das läuft über Forger. Typo3.com ist das, meine ich. Oder Org, auf jeden Fall, falls ihr da noch nicht seid, müsstet ihr euch da registrieren, damit ihr eben einmal dort als User angelegt werdet. Das funktioniert dann aber automatisch. Und danach könnt ihr dann eben über Slack da alle möglichen Sachen kommunizieren, auch eigene Kanäle anlegen. Ich habe jetzt zum Beispiel für Grid Elements habe ich da einen, das Themes-Team hat einen eigenen da. Teilweise kann man auch private Kanäle anlegen, wo man mit ein paar Leuten mal über Sachen reden kann, die eben nicht unbedingt öffentlich stattfinden sollen. Das ist halt die Standard Kommunikationsplattform seit neuestem halt jetzt für Typo 3 und es wäre halt sinnvoll, wenn ihr euch dahin bewegt. Es gibt weiterhin auch Newsgroups, Mailinglisten und andere Informationskanäle, nur ich merke es halt selber an dem Traffic, der da abläuft. Ich war früher extrem aktiv da,
habe da auch relativ viel Support gegeben. Ich bewege mich eigentlich immer weiter weg davon in Richtung Slack. Und das ist bei den meisten anderen, die Support geben können, auch so. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, werdet ihr wahrscheinlich über Slack eher Antworten bekommen als über die Newsgroups. Das verschiebt sich immer weiter. So. Warum muss der auf Englisch sein? Das hat, muss er nicht. Ihr könnt auch deutsche Channel darauf machen und dann auch auf Deutsch kommunizieren. Englisch an sich hat erstmal einen ganz einfachen Hintergrund. Wir sind eine internationale Community mit internationalen Entwicklern, die an einem internationalen Produkt arbeiten. Das heißt, wir haben zwar einen Schwerpunkt hier in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum. Österreich, Schweiz, Deutschland ist extrem stark mit Typo 3 unterwegs. Aber es gibt eben auch Niederlande, Frankreich, wenn man jetzt von Europa ausgeht, Dänemark, andere Länder. Es gibt in den USA Leute, die damit arbeiten. Es gibt eine extrem starke Community, die aber kaum mit uns in Kontakt tritt in China. Und überhaupt auch in Ostasien, wenn wir da mit Deutsch daherkommen, schließen wir eigentlich alle anderen, die Deutsch nicht sprechen können, aus. Man kann aber eben, ich sag mal, als Entwickler oder als IT-Community davon ausgehen, dass alle, die dort irgendwie mit zu tun haben wollen, irgendwie Englisch sprechen können. Nicht unbedingt jetzt auf dem perfekten Level, aber ich kann normalerweise von einem ITler erwarten, dass er eine englische Dokumentation verstehen kann. Und ich kann auch erwarten, dass wenn dann eben eine Kommunikation stattfindet, eine Frage oder irgendetwas auf Englisch formuliert und auch beantwortet werden kann. Genau, das muss auch nicht perfekt sein. Nee. Ich sage, dass das wird keine über den Mund fragen oder dich korrigieren. Wenn das, wenn eine Frage halbwegs verständlich ist, wird sie in der Regel auch beantwortet. Ja. Da wird keiner auf Grammatik oder sowas achten. Das, und ja, das mag sein, aber ich sag mal, ich habe irgendwie ein Problem, irgendwas läuft nicht. Mhm. Dann weiß ich, das könnte da und da dran liegen, aber kannst du es auf Englisch. Wenn ich dann jetzt irgendjemand, ich sage jetzt mal den Gernot, der sitzt da, irgendwas auf Englisch frage, dann denke ich, ja, ich könnte das doch eigentlich auf Deutsch machen. Kannst du ja auch, dann musst du ihn aber privat ansprechen, ja, über diesen Slack-Channel. Kannst du auch, du kannst auch private Nachrichten verschicken, dann kannst du so viel Deutsch mit ihm sprechen, wie du möchtest. Es ist auch keine direkte Anforderung, aber es ist eine Bitte, wenn ihr öffentlich kommuniziert über die Slack-Channel, also nicht privat mit Leuten sprecht, von denen ihr wisst, dass sie Deutsch sprechen, versucht es bitte auf Englisch. Weil wir einfach insgesamt festgestellt haben, dass eines der Probleme, warum Typo 3 insbesondere nur im deutschsprachigen Raum so stark ist und auch bleibt und sich woanders nicht verbreiten lässt, ist dieses extreme Fokussieren auf Deutsch. Es gibt extrem viel Videos, Dokumentationsmaterialien, Snippets und sonst irgendwelche Sachen, die auf Deutsch formuliert sind, die jemandem außerhalb des deutschsprachigen Raums nichts bringen. Und wenn eben Leute bei Google irgendwie, was weiß ich, ein TypoScript-Ding eingeben und noch ein paar andere Fragewörter dazu und die ersten drei Seiten sind voll mit deutschen Ergebnissen, dann ist der Eindruck, den die bekommen, das ist ein deutsches Produkt. Das ist nichts für mich. Damit will ich nichts zu tun haben. Dann nehme ich lieber Drupal, das ist in den USA stark, oder ich nehme halt Joomla oder sonst irgendwas, weil da finde ich halt zumindest in einer Sprache, die ich verstehen kann, Informationen. Dass es die auf Typo 3 auch gibt in Englisch, wird dann gar nicht mehr bemerkt, weil wie gesagt, so die ersten Suchergebnisseiten sind voll mit deutschen Ergebnissen. Und das wollen wir schon über die Wochen und Monate hinweg weiterhin verändern, damit wir eine Chance haben, über dieses Typo 3 ist ein deutsches Produkt, was es ja faktisch gar nicht ist, kommt ja eigentlich aus Dänemark, über diesen Status hinauskommen. Das ist extrem wichtig, dass wir uns da an diese eine Spielregel halten. Dass wir halt unsere eigene Sprache ein bisschen in den Hintergrund stellen und sagen, wir haben die allgemeine Typo 3-Sprache und die ist Englisch. Jetzt mal so zum Aufbau. Ich hatte eben was erzählt über die Typo 3 Association. Das ist vielleicht ein ganz wichtiges Ding, einfach mal zu unterscheiden. Wir haben halt erstmal eine relativ große Community. Community würde ich erstmal sagen, ist jemand, oder Teil der Community ist jemand, der irgendwie mit Typo 3 zu tun hat. Das kann ein Anwender irgendwo bei einem Kunden sein, Redakteure, die da arbeiten. Das können Designer sein, die in irgendwelchen Agenturen Dinge gestalten, die nachher für Typo 3 genutzt werden. Das können Leute sein, die Dokumentation schreiben, die entwickeln, die Dinge tun. Das ist erstmal die große Community, die irgendwo in der Welt verteilt sitzt und Sachen mit Typo 3 macht. Und dann gibt es halt diese Teams, die wir schon hatten, nämlich Core-Teams zum Beispiel, die jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Vereins- oder sonstigen, sag ich mal, offiziellen Strukturen arbeiten, die sich einfach gebildet haben. Das Core-Team ist entstanden um Kaspar Skarhoy herum, der das Ding ja damals erfunden hat, der dann quasi Leute ernannt hat und gesagt hat, okay, du bist jetzt jemand, du codest anscheinend auf irgendeinem Level, dass wir da im Core was mit anfangen können. Und dann entstand daraus so eine sogenannte Meritocracy von Leuten, die halt die Anerkennung bekommen haben, im Typo 3-Team arbeiten zu dürfen.
Das ist inzwischen ein bisschen anders. Da geht es eigentlich eher darum, wer kriegt den Job auch erledigt. Also geht nicht darum, dass man irgendwie ernannt wird und dann irgendwie lebenslang da auch diese Ernennung beibehält und das so eine Art Orden oder Ritterschlag ist. Es geht halt darum, dass es Active Contributors braucht. Das wird einfach nur aus der Community heraus rekrutiert. Da gibt es keine offizielle Organisation für. Das regeln die Teams untereinander selbst. Da gibt es halt eben einmal das Core-Team. Dann gibt es für alle möglichen Extensions gibt es Teams. Bei Themes zum Beispiel haben wir jetzt ein relativ kleines Team, wo wir eben Sachen koordinieren, machen und tun. Da kann man sich halt immer einbringen auf der Entwicklerebene. Und darüber gibt es eben diese Typo 3 Association, die eigentlich losgelöst von der ursprünglichen, von diesem Entwicklerteam-Gedanken versucht, den Rest der Community zu organisieren, im weitesten Sinne. Entstanden ist die eigentlich aus einem ganz anderen Grund, weil Caspar und Robert damals eben ein neues Typo 3 entwickeln wollten, was dann eben Typo 3 Phoenix hieß, dann zu Flow und Neos wurde und jetzt doch kein neues Typo 3 geworden ist. Und dafür haben die seinerzeit diesen Verein gegründet in der Schweiz, um Geld einzusammeln, damit Caspar und Robert einen Kopf frei haben und dann eben vernünftig coden und arbeiten können. Daraus ist dann eine relativ große Organisation entstanden, die auch Geld einsammelt weiterhin, aber eben nicht nur für diese zwei Leute, sondern eben für alle möglichen Zwecke, für Marketing, für Veranstaltungen, um eben auch andere Teams in irgendeiner Form zu unterstützen. Und auch da kann man sich einbringen. Man kann da Mitglied werden, das ist das eine. Man muss aber kein Association-Mitglied sein, um in den Teams, die die Association in irgendeiner Form gebildet hat, mitarbeiten zu können oder zu dürfen. Das heißt, man kann auf der einen Seite kann man durchaus Mitglied werden. Da gibt es halt verschiedene Status, Bronze, Silber, Gold und Platin, je nachdem, wie viel Geld man da reintun möchte. Das ist selbst für ein Platin-Mitglied jetzt, wenn man Einzelnase ist, vielleicht schon, aber für eine Firma eigentlich nicht viel Geld. Das kostet 10.000 Euro im Jahr. Wenn man jetzt einfach mal das gegenüberstellt zu dem Umsatz, der im Jahr mit Typo 3 gemacht wird, geschätzt, ich meine, Mathis hatte das mal auf irgendeiner Session neulich erzählt, liegen wir so grob bei einer Milliarde. Die mit Typo hatte irgendwie auf dem Cap in München was von 2 gesagt. 2 sogar, okay. Sagen wir mal zwischen 1 und 2 Milliarden Euro im Jahr weltweit. Ja. Okay. Es hört sich viel an, aber wenn man es mal auf ganz viele Agenturen wieder runterbricht, ist es jetzt nicht so extrem viel, aber es ist eine Menge Holz. Und davon bleibt im Moment bei der Association unter 1 Million hängen. Als Spendengelder oder Beitragsgelder oder sonstige Sachen. Das Budget liegt immer so ungefähr bei, was weiß ich, zwischen 500.000 und 800.000 Euro. Eigentlich ist das ein Witz, wenn man es diesen eigentlichen Umsatzzahlen gegenüberstellt. Das heißt, die Bitte an diejenigen, die in größeren Firmen arbeiten, die wirklich ordentliches und sattes Geld verdienen mit Typo 3, ist halt, werdet entsprechendes Mitglied, zum Beispiel so eine Platin-Mitgliedschaft. Es gibt da auch ein paar Sachen dafür zurück, nicht nur das Typo 3 selbst, dass man das nutzen kann. Man gibt halt dann da eben zum Beispiel auch Tickets für Veranstaltungen raus. Ihr kriegt Werbelinks auf den entsprechenden Webseiten, zum Beispiel typo3.org und andere Sachen. Ja, man muss ja auch mal sagen, das heißt jetzt nicht, man muss ja ganz oben anfangen, so kleine ja. Leute, also kleine Betriebe wie ich, es gibt ja wirklich diesen Einstieg und das ist, sage ich mal, nur ein Hunderter im Jahr. Wenn viele dieser ganz Kleinen, die nur ein paar Projekte mit Typo machen, wenn die vielen alle nur diese Hunderter zahlen würden, damit hätten wir es dann auch erreicht und dann ja. Muss man einfach mal gucken, wie viele Projekte hat man wirklich im Jahr, die man mit Typo umsetzt und ich finde, das ist dann auch wirklich nur etwas, was man der Community auch schuldet, zurückzugeben. Ja. Ich habe aber ganz bewusst oben angefangen, ich würde mich jetzt runterarbeiten. Ne? Ja, natürlich. Nee, ist alles gut. Also ich würde mich dann deswegen runterarbeiten, weil ich sage es ganz ehrlich, ich finde es wichtiger, dass die Großen auch mal was tun, weil ich weiß, dass die Kleinen was tun. Wir haben sehr viel mehr Bronze-, Silber- und Goldmitglieder als Platinmitglieder. Rein theoretisch gesehen könnten wir aber genauso viel Platinmitglieder haben, wie wir Bronzemitglieder haben. Wenn man sich einfach mal anguckt, wer da draußen mit Typo 3 Geld verdient, ne, und was man damit alles machen könnte. Wir haben sehr wenige Platinmitglieder, das würde ich gerne auch ändern. Ne? Geht das auch aktiv an, wenn ihr sagt, hey, habt ihr nicht Lust? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bin in der Position nicht. Also ich erzähle jetzt einfach nur mal so, wie die Typo 3 Association funktioniert. Es gibt da sicherlich auch Leute, die da unterwegs sind. Das ist zum Beispiel auch teilweise Aufgabe des Marketingteams, auch Leute dann eben zu finden und Mittel und Wege zu finden, wie man an die Leute rankommt. Das findet statt. Ich weiß jetzt allerdings nicht konkret, in welchem Umfang. Genau. Also ich finde, also was du und auch du gesagt hast, ist korrekt. Wenn man mit Typo 3 Geld verdient, darf man gerne auch was zurückgeben. Das ist tatsächlich auch... Für Freelancer durchaus erschwinglich, will ich jetzt mal sagen. Ja. Und ich würde tatsächlich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben tatsächlich auch gute Erfahrungen damit gemacht, bei Kunden, die wir haben, die Typo 3 einsetzen, die vielleicht jetzt nicht der kleine Handwerker um die Ecke sind, sondern wenn es dann
ein bisschen in Konzerngröße geht, die auch was davon profitieren, die sind da durchaus auch ab und zu überreden, also ohne jetzt allzu großen Druck dazu machen, indem man das vorschlägt, dass die auch Associate-Mitglied werden, weil das für die eigentlich auch tatsächlich Kleingeld ist. Ja. Die werden dann nicht Platin-Mitglied, aber irgendwie eine Silbernummer oder sowas ist für die problemlos zu stemmen. Und wenn man sich überlegt, was die tatsächlich für eine Webseite ausgeben, was da für Budgets sind, ist eine Association-Mitgliedschaft tatsächlich für die eine Lachnummer. Eben. Das muss man so sagen. Ja. Man muss sie nur ab und zu mal fragen. Mhm. Genau, also da aktiv zu werden, ist zum Beispiel auch etwas, was man selbst tun kann, wenn man sich denn irgendwie in der Typo3-Community einbringen möchte. Einfach nur zu sagen, okay, ich spreche mal die Leute an, von denen ich weiß, in meinem Umfeld, die nutzen Typo3, die arbeiten damit, wie es denn da aussieht mit entsprechender Unterstützung. Wobei... Alles gut. Wir hatten in der Gruppe schon mal die Idee, ob man einfach in Angebote mit reinknallt, dass man sagt, so theoretisch ist die, nein, ist auch praktisch ist es eine Freeware, man braucht dafür nichts bezahlen, aber dass man wirklich als Position echt einsetzt, je nachdem in Höhe, dass man die Association wirklich schon da reinnimmt. Also ich habe gemerkt, dass ich noch nicht es jetzt geschafft hatte, bei den letzten Angeboten nach dieser Idee zu machen, aber das wäre ja auch was, was wir vielleicht mal kommunizieren könnten. Einfach das dann auch damit draufnehmen. Dann sehen die, das ist, hallo, bei meinem Umfang vielleicht nur wenig. Ich würde nur gerne so ein bisschen auch von dem Geld wieder ein bisschen weiter weg. Das war jetzt erstmal nur der erste Hinweis. Man kann, wenn man erstmal sonst auch nichts beitragen kann, aus zeitlichen oder wie auch immer gearteten Gründen, kann man zumindest versuchen beizutragen in Form von eben finanzieller Hilfe, damit die anderen Teams irgendwas auf die Reihe kriegen und da was machen können. In der Regel wird das nicht dafür eingesetzt, dass Leute damit bezahlt werden, die ein Gehalt bekommen aus diesem Topf. Es gibt ein paar, bei denen ist es nötig. Da war zum Beispiel jetzt, wir hatten einen Sekretärinposten für diese ganze Vereinsverwaltung. Das war eine Festangestelltenstelle, die aus den Spendengeldern bezahlt worden ist. Aber in der Regel werden damit Budgets finanziert. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel für uns selber. Wir haben die User Experience Week organisiert. Wir haben Teile davon über Sponsoring reingetan, wir haben Teile unserer eigenen Arbeit gesponsert, aber wir brauchten halt Hotelkosten, Fahrtkosten, sonstige Varianten für Leute, die dorthin gefahren sind und eine Woche dort gearbeitet haben, damit die das nicht auch noch bezahlen müssen. Dafür haben wir ein Budget von insgesamt 30.000 Euro gehabt. Das kam dann eben aus so einem Topf von der Typo 3 Association. Damit werden genau diese sogenannten Enabling Costs, so nennen die das, halt eben, damit man Leute enabled, irgendetwas Sinnvolles und Gutes zu entwickeln, zu tun oder sonst irgendwas zu machen. Man kann das auch direkt tun. Also man muss nicht zwangsläufig den Umweg über die Typo 3 Association gehen. Also es gibt halt Leute, die sagen, ich will jetzt nicht einfach nur irgendeine Spende blind in den Topf schmeißen und die wird nachher irgendwohin verteilt. Ich weiß aber nicht konkret, wohin. Man kann auch direkt Teams sponsern oder Events sponsern, zum Beispiel die User Experience Week oder auch die Typo 3 Developer Days oder die Typo 3 Konferenz, weil da man vielleicht direkt einen Return on Investment bekommt oder auch so ein Camp. Und dahin gehen und sagen, okay, ich werde jetzt Sponsor von genau dieser einen Veranstaltung. Auch das geht. Es muss nicht zwangsläufig über den Umweg der Association-Spende laufen. Aber, und das ist das eigentlich viel Wichtigere, ich kann mich eben auch einbringen, wenn ich jetzt nicht Geld in den Topf schmeißen will, mit den eigenen Fähigkeiten. Und dafür haben wir eben insbesondere auch dadurch, dass es die Association gibt und dass sich dort Teams gebildet haben, alle möglichen Varianten von Teams, die man dann eben, wenn man sich auf typo3.org bewegt, auch findet. Die sind teilweise sind die auf forge.typo3.org, was eigentlich immer so aussieht, als wäre das nur eine reine Entwicklerplattform, wo man dann irgendwelche Issue-Tracker drin hat, um irgendwelche Bugs zu fixen oder sonst irgendwas zu machen. Da sind aber auch die anderen Teams. Da gibt es ein Dokumentationsteam, es gibt ein Marketing-Team, es gibt ein Team, das sich damit beschäftigt, typo3.org selbst als Website zu betreiben und weiter nach vorne zu bringen und zu entwickeln und von 4.5 mit Templar Voila auf typo 3.7 mit irgendeiner anderen Templating-Engine unten drunter umzubauen, all solche Dinge. Man kann sich halt genau in diesen Teams auch einbringen, wenn man jetzt nicht auf der Entwicklerebene ist und sagt, ich will jetzt irgendwie im Core das TCA neu schreiben oder die Form-Engine gemeinsam mit Christian Kuhn umbauen oder sonst irgendwelche Sachen machen. Das heißt, auch da werden verschiedenste Fähigkeiten gebraucht. Wir brauchen da Leute, die gestalten können. Wir haben ein Design-Team, das eben zum Beispiel auch Richtlinien festlegt, wenn wir mit Typo 3 kommunizieren und wenn wir irgendwelche Sachen gestalten, in denen Typo 3 dargestellt wird, wie hat das auszusehen. Wir haben Leute, die Texte schreiben, die News im Freizeitbereich stattfindet, im Umfeld von ein paar Stunden am Tag, die Leute vielleicht mal irgendwo investieren können. Die haben nicht die Zeit, dann auch noch gezielt rauszulaufen und Leute zu rekrutieren. Die gehen vielleicht auch mal irgendwo, so wie jetzt hier, auf irgendein Camp und erzählen so ein paar Sachen dazu.
Aber in der Regel ist es halt so, dass man da selbst aktiv werden muss und sich diese Sachen selbst zusammensuchen muss. Was vielleicht hier wichtig ist zu erwähnen, warum sollte man das tun? Was hat man selber davon, wenn man sich engagiert? Warum sollte jetzt mehr Zeit investieren und irgendwie ein Newsletter? Da musst du jetzt, glaube ich, die Rolle definieren. Also es gibt, glaube ich, tausend eine Antworten darauf, aber die Frage ist, wer stellt die Frage? Also was habe ich davon als Agentur? Klar, Awareness und damit letztlich irgendwie mehr Umsatz. Als Freelancer kann man das vielleicht auch noch sagen. Ich glaube, da gibt es tatsächlich mehr als eine Antwort drauf. Also aus welcher Sicht Was habe ich jetzt als Entwickler davon oder was habe ich jetzt als individuelle Person, was habe ich als Einzelperson, was habe ich jetzt davon, wenn ich da jetzt Geschirr irgendwas beitrage oder so, was bringt mir das jetzt? Warum sollte das Also tun? Ich kann es jetzt nur aus der eigenen Sicht dir beantworten. Wenn du die Frage jetzt an mich gestellt hast und nicht in die Gruppe, weiß ich es nicht. Also ich kann es dir so beantworten, ich bin jetzt seit 2003 da unterwegs. Ich bin seit 2006, war ich das erste Mal auf irgendeinem Developer Days oder bei einer Con, war auch bei den Developer Days. Und ich habe seitdem eigentlich konsequent bei den Camps Sessions gehalten, bei den Developer Days irgendwelche Talks gehalten, auf Cons Talks gehalten, bin in den Gruppen unterwegs, habe eben auch Extensions entwickelt, die dann eben nicht nur für die eigene Firma waren, sondern nach draußen gegangen sind. Und für mich war der Riesenvorteil, ich stecke zwar im Moment so zwischen, ich sag mal, 40 und 50 Tagen im Jahr in das Projekt Typo 3, die ich jetzt nicht bezahlt bekomme, aber ich kriege dafür im Endeffekt als Return on Investment, wenn du so willst, den Effekt, dass ich überhaupt keine Werbung machen muss. Ich habe in der ganzen Zeit, die ich jetzt unterwegs bin, auch jetzt, wo wir als Firma unterwegs sind mit 3 Leuten und entsprechende Projekte brauchen, ich habe noch nie irgendwie eine Kaltakquise machen müssen, ich habe noch nie irgendeine Werbung gemacht, die Leute kommen zu mir. Weil ich mich dadurch eingebracht habe in eine riesengroße Gruppe, die dieses Produkt benutzt und einen entsprechend hohen Bekanntheitsgrad erreicht habe, dass ich einfach von Leuten angesprochen werde. Also das ist der Effekt für mich persönlich jetzt gewesen. Ich brauche keinen einzigen Cent in Werbung zu investieren und kann auf Camps gehen, kann auf Developer Days gehen, habe da noch Spaß bei und kann den Leuten irgendwas erzählen. Das kann eine Möglichkeit sein, was du zurückkriegst. Es kann auch eine andere Möglichkeit sein, dass du zum Beispiel zurückbekommst, mal als Beispiel, du gehst als relativ neuer Designer mit relativ wenig Erfahrung, aber viel Emotion und Power in, sagen wir mal, ins Marketing-Team oder ins Design-Team und kriegst da so 3, 4, 5 Leute da in diesem Team, die richtige Profis sind, die das schon seit Jahren machen und lernst von denen natürlich auch eine ganze Menge. Auch das kann etwas sein, was du zurückbekommst. Oder wenn du eine Extension hast, die du eben nicht nur für dich behältst in deiner Firma oder für deine Kunden, sondern wirklich veröffentlichst. Wir haben das beim Telekom-Projekt genauso gemacht. Die Telekom hat im Prinzip Grid Elements bezahlt im ersten Jahr. Das ist ein Ding, da haben die 50.000, 60.000 Euro im Endeffekt investiert in das, was ich da gemacht habe und haben dann gesagt, okay, das geht sofort, wenn das irgendwie in einem Zustand ist, wo man es ansatzweise benutzen kann ins TER, damit das rausgeht, damit es andere benutzen, damit wir Feedback kriegen, damit wir vielleicht neue Features kriegen, die wir selber gar nicht entwickeln müssen, damit ein Security-Team drüber guckt. Und also wenn man eben aktiv wird und Sachen gibt, freiwillig von sich aus, ist es gerade in der Open-Source-Community eigentlich so, du kriegst einfach mehr dafür zurück fast, als du selber gegeben hast. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Open-Source. Es gibt da so ein schönes Beispiel von einem Menschen, der sagt, der Open-Source ist wie so ein großer Eintopf. Da sitzen halt Leute, der eine hat Wasser, der andere hat einen Topf, der nächste hat das Feuer. Dann kommt einer mit Kartoffeln, einer mit einem Hühnchen, vielleicht bei den Vegetariern jetzt nicht so beliebt, aber dann vielleicht einer mit Gemüse und sonst irgendwas. Die schmeißen das alle zusammen und weil sie das gemacht haben und dann noch einer das Feuer unten drunter anmacht, haben sie alle eine leckere Suppe. Ich würde tatsächlich vielleicht sogar nochmal unter den Punkt positives Karma subsumieren, dass die meisten von uns wahrscheinlich ja ihr Lebensunterhalt mehr oder weniger mit Typo 3 verdienen, ob sie jetzt angestellt sind in der Agentur oder als Freie. Und wenn du natürlich sagst, okay, keiner engagiert sich in Typo 3, bricht dein kompletter Markt weg. Das heißt sozusagen, es gehört einfach auch, finde ich, dazu, sich ein bisschen da zu engagieren. Und wenn jeder ein bisschen was macht, bringt man das Projekt nach vorne und wir werden alle reich und können ganzjährig in die Familie umziehen. Ja, ich glaube, du warst das. Zum Beispiel die UX-League, da wüsste ich überhaupt nicht, was da abläuft. Wie könnte ich mich da überhaupt einbringen? Oder eine T3-Con, was wird denn da wirklich gemacht? Oder bei einem Code-Sprint?
Also nach dem Motto, sitzen wir da alle im Keller und sind irgendwann am Tippen? Oder? Beim Sprint ja. Ja, aber ich gebe das. Ich kann da ja mal ein paar Beispiele geben. Also Code Sprint ist ein schönes Beispiel. Wir haben jetzt den nächsten Code Sprint für Grid Elements haben wir in Dresden. Der findet statt vom 4. bis 6. Dezember. Rein theoretisch gesehen wäre noch ein Platz frei. Ich meine, der Peter Niederlack hatte schon nachgefragt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da ist es so. Wir buchen eine Ferienwohnung in Dresden. Da passen insgesamt 9 Leute rein mit Übernachtungsmöglichkeit. Da steht im Wohnzimmer ein Riesentisch. Da können 12 Leute dran sitzen, wenn dann noch aus Dresden jemand dazukommt. Und dann werden wir da freitags einfliegen und das Einzige, was wir bis dahin von draußen noch sehen, ist der Pizzamann. Ne? Bis Sonntagabend. Ne? Und danach gehen wir da raus und dann ist Grid Elements fertig für Typo 3 CMS 7 und Themes auch. Ne? Das ist ein Code Sprint im weitesten Sinne. Der findet meistens ähnlich statt. Das muss nicht unbedingt in der Ferienwohnung sein. Manchmal ist es auch so, dass zum Beispiel eine Firma den hostet und sagt, okay, das Coden findet bei uns im Besprechungsraum statt, da passen 15 Leute rein, kommt mal vorbei, liebes Core-Team. Dann machen die das. Genau, auch das kann man machen, wenn man eben so einen Besprechungsraum hat und irgendwo sitzt und sagt, Leute, ich hoste mal einen Codesprint. Und dann kommen die alle vorbei, dann hat man die Core-Developer live in der Firma sitzen, die eigenen Entwickler können denen mal über die Schulter gucken, mal sehen, was da so abläuft. Die sitzen dann irgendwo anders in einem Hotel oder so und kommen dann dahin. Bei der User Experience Week ist es noch ein bisschen anders. Da versuchen wir das halt eben so hinzukriegen, dass wir denen das auch noch abnehmen, dass wir sagen, okay, wir buchen für euch das Hotel mit Besprechungsraum, mit einem Schickimicki. Ihr kommt nur noch vorbei und könnt loslegen. Ihr braucht euch um nichts kümmern. Ihr habt keine Wege. Da wird eine Woche lang, aber dann nicht weniger gecodet, aber dafür dann eben Ideen entwickelt, Konzepte. Wie kann man eben das Backend geiler machen? Wie kann man die User Experience für den Anwender verbessern? Genau genommen ist es so, dass ich würde mal sagen, 70-80% von dem, was jetzt in CMS 7 sich geändert hat gegenüber CMS 6, kommt aus der User Experience Week 2014 und 2015. Ist da erdacht worden, ist da von Leuten konzipiert worden und danach dann vom Core-Team, teilweise schon direkt vor Ort, aber vor allen Dingen danach vom Core-Team umgesetzt worden. Könnte ich denn als Rookie dahin kommen? Theoretisch ja, das kommt immer darauf an, was du da machen möchtest. Also wir haben das bei der User Experience League zum Beispiel so gemacht, dass wir gesagt haben, Leute können sich bewerben über die Website. Sorry. Über die Website t3oxw.org, da gibt es unten ein Formular. Da kannst du sagen, ich bin Developer, Project Manager, was immer. Und das ist das, was ich beitragen könnte. Dann sammeln wir das. Wir haben da allerdings eine begrenzte Anzahl von Plätzen, nämlich genau 30, wenn wir alles an Sponsoring kriegen oder weniger. Auf keinen Fall mehr. Wenn wir also nachher 40 oder 50 Leute haben, die da was machen wollen, dann wählen wir nach verschiedenen Kriterien aus. Wenn da zum Beispiel 10 Leute sagen, ich kann Projektmanagement, dann ist das schön, aber ich brauche von den 30 keine 10 Projektmanager. Sondern ich brauche dann da auch Designer und andere Leute. Also wir versuchen dann irgendwelche Teams zu bilden, die da sinnvolle Sachen machen können. Genau, aber vielleicht um deine Frage ein bisschen noch weiter zu beleuchten. Es geht tatsächlich bei Typo 3 nicht nur darum, das eigentlich Produkt besser zu machen, sondern es gibt Arbeiten an allen Ecken drumherum. Du kannst im Marketing-Team helfen, du kannst im Education-Team helfen, du kannst in der UX-Week von Joey helfen. Je nachdem, wo du halt auch sagst, das kann ich gut, das ist meine Stärke oder vielleicht ich will mich da auch verbessern, wie du es ja auch sagtest, gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was zu finden. Und ich glaube, es gibt kein Team, das sich nicht freut, wenn es nicht verstärkt wird. Ich könnte da mal Mattes zitieren, gerade von der User Experience Week, weil wir hatten da genau so eine Situation, dass dann Leute, wir haben uns vorgestellt, jeder hat gesagt, ich bin das und das, ich mache das und das. Und ich sage jetzt keine Namen oder so, aber jemand steht auf und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich hier richtig bin und ob ich gut genug bin, um überhaupt hier sein zu dürfen, war so die Formulierung. Weil ihr könnt alle so viel und hier sitzen so erfahrene Leute und ich kann ja eigentlich noch gar nichts und ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas dazu beitragen kann. Und da ist Mattes irgendwann aufgestanden und gesagt, so, jetzt mal hier, ne, bitte Klappe halten, das ist ja alles Blödsinn, was du dir erzählst. Du bist eigentlich die wichtigste Person hier. Weil du nämlich noch gar nicht so viel weißt wie wir anderen, weil du nicht so betriebsblind bist, weil du vielleicht genau die Probleme hast, die wir mit so einer User Experience Week in den Griff kriegen wollen. Du uns genau sagen kannst, wo hakt es denn, wenn man so ein Ding installiert und das noch nie gemacht hat. Oder wo ist welcher Button zu finden, weil man das halt nicht 5000 Mal geklickt hat. Ist der da an der richtigen Stelle oder nicht? Es geht also nicht unbedingt darum, dass, wenn man sich einbringen will, immer ein extrem hohes Skill-Level schon im Typo-3-Bereich selbst erforderlich ist. Und es geht einfach erstmal nur darum, irgendetwas beitragen zu wollen und das auch aktiv zu tun. Und es wird eigentlich ganz selten vorkommen, dass dann jemand kommt und sagt, ja, was willst du eigentlich hier? Du hast ja sowieso keine Ahnung, geh mal wieder nach Hause. Das findet eigentlich nicht statt. Wenn es stattfinden sollte, ist es eher so ein Ding, dass dann derjenige, der so einen Spruch von sich gibt, nach Hause gehen darf, weil das eigentlich nicht erwünscht ist.
sich gegenseitig auszuschließen, aufgrund von welchen Kriterien auch immer. Also das ist halt gerade im Open-Source-Bereich etwas, was nach außen hin teilweise nicht so wirkt. Also nach außen hin wirkt das teilweise immer so ein bisschen wie so eine Art Kathedrale. Da sitzen oben ein paar hohe Priester drin und die machen da irgendwelche abgefahrenen Sachen und die Gemeinde unten drunter darf das dann irgendwann in Empfang nehmen. Das ist teilweise der Eindruck, den diese Gemeinde dann hat. Genau genommen sitzen da oben aber Leute, die gerne hätten, dass da ganz viele aus der Gemeinde kommen und sagen, hey, ne, ich würde auch gerne was machen. Und die nehmen dich an der Hand, setzen sich mit dir hin, erklären dir, wie der Scheiß funktioniert, machen komplette Workshops mit dir, damit du danach nach Hause gehst und einfach mehr weißt und mehr tun kannst. Das findet auch auf einer User Experience Week statt. Wir hatten da den Kai Strohbach, der sich dann erstmal hingesetzt hat und hat 2 Tage lang mit den Leuten PHP Storm, IDE, wie arbeite ich damit, was ist Git, was ist Garrett, wie kann ich entsprechend contributen, damit die erstmal auf einem Stand waren, um was beitragen zu können, dann technisch. Ne? Und wenn du nach Hause gehst, kannst du das dann immer noch. Und hast aber eben auf dieser User Experience Week erklärt bekommen, wie das funktioniert. Das findet da auch statt. Das ist jetzt nicht unbedingt die reine Aufgabe. Es ist also kein reiner, wie arbeite ich mit Typo 3 Workshop. Das soll nicht der Sinn der Sache sein. Aber wir versuchen halt, die Leute dort auf den Stand zu bringen, dass es allen hilft. Das passiert in der Regel auch, also wenn es um Code-Contributing geht, auf den Dev-Days auch immer, gibt es meistens diese Coding-Night, oder eigentlich immer, ja. Wo tatsächlich halt die Core-Developer durch die Linie rennen und Leuten, die im Workflow nicht drin sind, wie kann ich ein Patch einreichen, wie ziehe ich mir ein Ticket und solche Geschichten auf den Stand zu bringen, dass sie das machen. Da geht es jetzt weniger darum, in dieser Coding-Night irgendwie 1001 Bug zu erschlagen, das passiert nebenher auch, aber es geht tatsächlich darum, die Leute zu zeigen, wie geht es denn und wie können sie das dann eigentlich die ganze Zeit. Ja. Wobei man auch da vielleicht noch erklären sollte, die Developer Days. Ja, das habe ich mir keiner gezeigt. Ich habe mich auch getraut. Die Developer Days wäre jetzt das nächste Ding, was man grob erklären könnte. Die eigentliche Idee der Developer Days ist, dass dort ein Treffen stattfindet von ein paar hundert Leuten, die aber dann eher Entwickler sind und wahrscheinlich weniger Designer oder Projektmanager, um einfach, die ursprüngliche Idee war, Leute rekrutieren zu können, zum Beispiel fürs Core-Team. Dass man einfach sieht, da ist jemand, der hat bestimmte Level an Skill oder sonst irgendwas. Das ist die richtige Denkweise, den können wir gebrauchen, um das und das und das zu machen. Das war die ursprüngliche Idee. Damit das stattfinden kann, muss man natürlich genauso Sachen machen, wie zum Beispiel so eine Coding Night, wo man den Leuten dann erklärt, wie der Spaß funktioniert. Man braucht aber auch das, was im Umfeld dieser Developer Days passiert. Da werden halt alle möglichen Talks gehalten, auf einem noch etwas, sag ich mal, anspruchsvolleren Level, als das meistens auf den Camps stattfindet. Aber ähnliche Dinge, da wird den Leuten erklärt, wie funktioniert, was weiß ich, Git, was gibt es an neuem geilen Scheiß, an Frontend-Frameworks, Bootstrap oder was auch immer. Da gibt es alle möglichen Sachen von Leuten, die eben Dinge präsentieren oder die eben auch Workshops machen, wo man gemeinsam irgendwelche Sachen tut. Wir haben da mal einen Themes-Workshop gemacht über den ganzen Tag und den Leuten erklärt, wie man Themes baut. All solche Dinge finden da statt und das Ziel ist einfach, das Produkt zu verbessern, die Extensions und eben auch Typo 3 selbst. Dafür dann Leute zu rekrutieren, die dann eben sagen, ja geil, ne? Core-Arbeit finde ich auch cool, mache ich auch mit. Das wäre so Stichwort Developer Days. Die Konferenz ist eigentlich dann eher so ein Ding für Business. Da geht es eher so auch um Business Talks, um die Zukunft von Typo 3, wo wird sich das hinbewegen, was hat das für einen Impact auf meine Firma, auf Kundenprojekte und allen. Da geht es weniger um Code und es wird teilweise auch extra darum gebeten, wenn man da zum Beispiel eine Session oder einen Talk einreicht, eben möglichst wenig Code zu zeigen, am besten gar keinen und dann dafür aber eben andere Dinge zu beleuchten. Ich habe jetzt dann auf der letzten Con zum Beispiel dann über das Government Package gesprochen und warum Accessibility wichtig ist und was die für einen Business Impact haben kann, wenn man dann von irgendeiner Organisation in den USA verklagt wird, weil man eine Website gebaut hat, die eben nicht tauglich für Blinde war und dann mal eben $4 Millionen bezahlen darf. Solche Sachen halt. Da geht es halt eher um Business Impact. Wer da eben jetzt aus der kaufmännischen Ecke kommt oder aus der Projektmanager-Ecke und sagt, okay, das sind Sachen, da kenne ich mich mit aus, kann also dann zum Beispiel auf einer Konsolen-Talk machen. Sich dort präsentieren, in einer größeren Öffentlichkeit und damit gegebenenfalls auch, weil ja die Frage war, was kriege ich dafür zurück, den Bekanntheitsgrad erhöhen, weil sich dann vielleicht Leute irgendwann mal daran erinnern, ja, das ist doch der Typ, den habe ich mal auf der Con gesehen, war eine total geile Session. Ne? Vielleicht ist das der oder die Richtige, ne? Damit ich eben in meinem Projekt weiter nach vorne komme. Für PMs und Konsorten, die jetzt auch weniger im Code stecken, sind auch die Agency Meetup Days, heißen die, glaube ich? Ja. Agency Meetup Days, ja. Ja, genau. Ganz gut, wo es halt tatsächlich um Feedback geht, wo man auch, wo es darum geht, was will mein Kunde haben, was in Typo 3 noch nicht vorhanden ist, das dahin zurückgibt. Auch das ist eine gute Veranstaltung, um, ja,
bisschen in Kontakt zu kommen und eben auch Feedback zu geben, wovon alle was haben jetzt. Richtig. Das ist nicht nur für Agenturen. Du kannst da auch. Das heißt Agency Meetup Day, aber ich glaube nicht, dass da jemand fragt, ob du in einer Agentur arbeitest. Du darfst da auch so hinkommen. Du musst nicht zwangsläufig eine Agentur sein. Es geht einfach um Feedback, um zu sehen, wie funktioniert Typo 3 auf der Straße. Was ist bei den Kunden da angekommen? Wo hakt es bei den Kunden? Warum springen vielleicht Kunden ab und benutzen ein anderes Produkt? Was hatten die als Argumente? Oder was ist das Argument gewesen, warum ich jemanden überzeugen konnte, statt eines anderen Produkts Typo 3 zu verwenden? Welche Features brauchen wir? Wo wollen wir hin? Solche Sachen werden da abgefragt, damit das Core-Team einfach einen Plan kriegt. Weil die hatten jetzt eine ganz lange Phase, wo die, ich sag mal, sich mehr oder weniger im Kreis bewegt haben, alle möglichen geilen Sachen gemacht haben, aber relativ unkoordiniert. Und keiner genau wusste, wo es hingehen soll. Und das hat sich jetzt alleine schon durch diese Meetup-Days und dadurch, dass wir eben einen Projekt-Owner mit Mattes haben und einen Benny Mack, der das Team auch wirklich leitet, in eine bestimmte Richtung, geht das jetzt halt richtig ab. Und auch an diesem, was da jetzt richtig abgeht, kann man sich dann halt beteiligen, eben durch entsprechenden Input. Wir hatten jetzt hier in Essen die Dialog-Days. Im Vorfeld. Ich wollte gerade noch erwähnen, ne? Ja. War nämlich hier im Haus die Dialog Days und die Association, die war ja bisher eigentlich immer dann in der Schweiz und irgendwie so ein bisschen abstrakt, aber jetzt sind sie hier so richtig in Erscheinung getreten und waren auch selbst verwundert, auf einmal sonst wahrscheinlich nur so eine Handvoll Leute, es waren 50 Leute oder so da und da hat man eben auch gesehen, man konnte damit abstimmen, ne, welche Richtung das Ganze auch nehmen soll. Wobei das mit dem Abstimmen war, das war Bestandteil der Generalversammlung, muss man dazu sagen. Also das ging dann nur für Association-Mitglieder, die dann eben abstimmen, was wollen wir in Zukunft machen, wie wollen wir uns da weiterentwickeln als Association. Aber im Umfeld davon fanden halt diese Dialog-Days statt, wo es zum Beispiel auch darum ging, was können wir tun, um Marketing für Typo 3 zu machen? Brauchen wir vielleicht professionelle Evangelisten, die draußen rumlaufen und die Typo 3-Fahne schwenken? Wie die das bei Drupal machen. Wir haben bei Drupal haben wir jemanden, der regelmäßig auf Typo 3 Events auftaucht, der Jeff, der ist von Acquia bezahlt dafür, dass er im deutschsprachigen Raum rumläuft und Drupal promotet. Der macht den ganzen Tag nichts anderes, als auf irgendwelchen Bühnen die Rampensau zu geben, danach irgendwo auf irgendwelchen Partys ein bisschen Sekt und sonst irgendwas zu trinken mit Leuten und denen zu erzählen, was Drupal für ein geiles Produkt ist. Drupal. Also der Jeff, der Joomla-Mensch, der hier war, war ja der Daniel gestern. Das ist der vom CMS Garden. Nee, Jeff ist von Drupal. Und auch solche Sachen kann man machen. Man muss nicht zwangsläufig dafür jetzt ein Drupal-mäßiges Budget haben. Wenn einer zum Beispiel sagt, okay, ich gehe jetzt auf eine PHP-Konferenz, da werden Speaker gesucht, ich kann da was über Typo 3 erzählen, warum nicht? Man muss dafür nicht unbedingt offiziell ernannt worden sein, von wem auch immer, im Typo 3-Umfeld, um das tun zu dürfen. Also es gibt niemanden, der einem das erlauben muss. Man sollte vielleicht trotzdem mal mit ein paar Leuten kommuniziert haben, sagen, okay, ich würde da gerne hingehen, ne, habt ihr irgendwelche Ideen, was ich berücksichtigen sollte oder nicht? Aber man kann das aktiv tun. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, das hatten wir auch mal auf irgendeinem Workshop, auf einem Kommunikationsworkshop, wo es halt darum ging, dass gerade in Deutschland so die Mentalität so ein bisschen ist, dafür bin ich nicht zuständig. Entweder, weil mich dafür niemand ernannt hat oder weil ich glaube, dass ich es nicht kann. Jetzt muss man einfach dazu sagen, die meisten Jobs, die in der Typo 3-Community gerade in dieser Richtung gemacht werden, werden jetzt nicht von professionellen Leuten gemacht, die das gelernt haben, sondern von Leuten, die einfach sagen, ich mache das mal. Ich stelle mich halt mal irgendwo hin. Jochen Weiland ist zum Beispiel so ein Kandidat, der geht dann irgendwo in England auf eine Konferenz. Die SmashingCon war das, glaube ich, und macht danach halt dann irgendwie mal einen Vortrag, The Secret CMS, und ganz am Ende veröffentlicht er dann halt, dass das Typo 3 ist. Um dann festzustellen, dass in England genau zwei Leute wussten, was das überhaupt ist. Und einer davon kam aus Deutschland. Ne? So. Und genau solche Sachen muss man halt ändern. Und auch dafür kann man aktiv eben sich mit einbringen und sagen, okay, das ist eine Sache, die kann ich machen. Ich weiß es nicht, wie liegen wir in der Zeit? Nur kurz. 7 Minuten haben wir noch. Gut. Nee, naja, aufbauen. Achso, okay. Bis ich da vorne bin, es dauert leider ein bisschen. Okay. Es ist halt erstmal nur, wie gesagt, jetzt ein grober Abriss gewesen. Ich bin also jemand, den man auch gerne darauf ansprechen kann. Es gibt auch andere Leute, die man darauf ansprechen kann, die zum Beispiel eben in den Association-Teams aktiv sind. Da gibt es halt dann im Marketing-Team gäbe es zum Beispiel den Boris Hinzer, der ja auch hier jetzt gewesen ist. Dann gab es halt, was weiß ich, den Peter Pröll, der im Education-Team unterwegs ist und sich überlegt, wie kann man Leute ausbilden, die eben Typo 3 lernen wollen. Das ist jemand spannend, ja. Kann auch nicht ansprechen. Ja. Genau, also verschiedenste Leute. Phantasialand. Bitte? Also ich fand zum Beispiel beim Phantasialand schlecht, dass man die Prüfung dann macht und dann 4,5 Monate nichts hört. Das ist berechtigte Kritik, das ist auch durchaus bewusst, dass das nicht optimal gelaufen ist, ganz klar.
Aber also vielleicht noch mal ganz kurz, es gibt, da hast du vorher, glaube ich, nicht erwähnt, das Wiki Typo 3 Org auch noch, in dem auch diese verschiedenen Sprints fürs Education Team, fürs Marketing Team, für auch Code Sprints und so weiter eben auch angesprochen werden, wo klar wird, wann sind die, wo sind die, und da kann man sich tatsächlich auch ganz niederschwellig, in der Regel steht da dran, dass eben entweder neue Mitglieder willkommen sind oder dass es ein geschlossener Sprint ist, meistens ist es offen, und da kannst du dich mit einem normalen Typo 3 Account auch anmelden und sagen, ich will einfach mitmachen. Das heißt also auch da ist sozusagen ganz, ganz niederschwellig der Kontakt zum Team und an den du dich anmelden kannst. Ja, beim Core-Team ist es nämlich auch so. Die haben normalerweise dann eben eine Liste, da steht dann drin, wir haben für diesen Sprint 20 Plätze, weil mehr kriegen wir in den Raum nicht rein. Die sind meistens nicht ganz voll. Man kann da also immer noch dazustoßen und sagen, okay, bei dem Sprint, der ist was ich bei mir in der Nähe, oder ich hatte jetzt einen Fall, da war ich in Pisa auf dem Internetfestival, um was zu präsentieren. Und zwei Tage vorher wäre halt der Sprint in Mailand gewesen. Dann kann man das gerade noch mitnehmen und hat es dann im gleichen Budgettopf drin, wenn man das irgendwie einrichten kann. Und da einfach mal einfliegen, sagen, okay, ne, geile Sache, bin ich mal dabei. Und wenn es nur da ist, einfach um mal die Nase da reinzuhalten und mal zu sehen, wie die arbeiten. Um dann festzustellen, ja, ist was für mich oder nee, ist mir eine Nummer zu hoch, ich gehe woanders hin und mache was ganz anderes. Also einfach nur so komplett ohne irgendwelche Berührungsängste da reingehen, ist vielleicht nicht ganz einfach, aber ist die Empfehlung. Einfach mal machen, und dann, um dann festzustellen, das sind super nette, ganz normale Menschen, die sich freuen, wenn man sich für das interessiert, was die da machen. Normal, aber nett sind sie alle und witzig. Also auch diese Sprints sind tatsächlich immer sehr, sehr witzig, das muss man auch sagen. Also auch die, egal ob das ein Camp ist oder Dev Days oder ein Sprint, der Spaß kommt in der Regel nicht zu kurz, das muss man auch dazu sagen. Ja, auch bei dieser Experience Week.